Einem herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simbert 2. Wir werden heute mal die neue oder neu erschienene Baureihe 187 ausprobieren und werden das Szenario Apple Service spielen. Und ja, Ihre Aufgabe ist es, eine BR 187 nach Stolberg zu fahren, rückwärts in ein Abstellgleis zu fahren, dort an einen Güterzug anzukuppeln und ihn zu einem Abstellgleis in Köln Ehrenfeld zu bringen. Viel Glück. Ja, dann werden wir das Ganze mal starten. Und schauen wir mal, was uns so erwartet. Abholservice. So, da sind wir. Und da hinten ist unsere Lok, glaube ich, würde ich mal annehmen. Willkommen in Aachen Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt in Richtung Osten nach Stolberg, wo Sie auf ein Abstellgleis fahren, einen Güterzug ankuppeln und dann weiter nach Ehrenfeld fahren, wo ein anderer Lokführer die Fahrt fortsetzt. Ja, das hört sich soweit gut an. Dann werden wir da erstmal hinlaufen. Da stehen übrigens jede Menge Hamsterbacken, noch und nöcher. Ah, und da hinten kann man noch ein ICE3 erahnen, aber wir werden uns hier mal auf dem Weg zu unserer Lok machen. Wir werden uns vergewissern, dass wir nicht überfahren werden. Wir werden dann mal ein wenig Tempo machen. Es gab ja viel Kritik zu dieser Lok und ich habe mir gedacht, ich mache mir jetzt einfach mal selber ein Bild. Und so. Dieser Zug fällt nur Plan. Um 12 Uhr ab. Dann gehen wir einsteigen. Werden uns in den Sitz setzen. So. Ich glaube, wir müssen das Ganze auch erstmal ein wenig. Aufrüsten. Das heißt, wir heben den Stromabnehmer. Das braucht man nicht. Mal kurz aufstehen, weil ich noch was nachgucken muss. Und zwar genau. Batterie ist ein, Federspeicherbremsen lösen. Sollte, das ist auch soweit richtig. Was ist das? Führerstand deaktivieren. Führerstand aktivieren. So, hört sich das doch schon viel besser an. Batterie ist ein. So, wir werden uns erstmal wieder den Sitz setzen. So, der ist jetzt aktiviert, das heißt, zack, zack. Dann werden wir mal schauen, ob wir hier von der Stelle kommen. So. Aber ich glaube, wir müssen noch den Richtungswender nach vorne verlegen. Irgendwo. Das haben wir auch. Tut sie auch was. Wunderbar. Dann geht's jetzt auf nach Aachen Rote Erde. So, 40 ist vorgegeben. Wir haben Grün voraus, das ist auch sehr, sehr schön. So, wollen wir nicht zu schnell werden.
fehlt doch noch was. Das ganz Entscheidende würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Spitzensignale. Was ist das? Party-Lock, ja, das muss man sagen. Wahnsinn. Oh oh. Moment, jetzt muss ich gerade mal. Moment. Jetzt bin ich gerade ganz. Ich habe da alles richtig gemacht. Man kann ja weiterfahren. Jetzt war ich kurzzeitig verwirrt. Kann passieren. Aber ich verstehe das mit dem Spitzenlicht nicht. Das will mir noch nicht ganz einleuchten. Thank you.
ich nicht. Das will mir noch nicht ganz in den Kopf. Vielleicht mache, was mache ich da verkehrt? Warum bekomme ich keinen Schluss, kein Spitzensignal? Komisch, komisch, komisch. So, auf jeden Fall können wir da gleich anhalten. Oder sollen wir gleich anhalten, vielmehr. Dann werden wir das natürlich auch tun. So. Ja, halt doch auch mal an. So, jetzt sollen wir zum Wendepunkt fahren. Dann werden wir das mal machen. Bremsen lösen. Nicht, dass wir über den Wendepunkt hinausfahren, das wäre natürlich blöd. Also das mit dem Spitzenlicht scheint da noch ein Bug zu sein.
Warten Sie einen Moment. Natürlich. So, ich denke mal, dass wir jetzt. Fahren Sie nun vorsichtig rückwärts auf das Abstellgleis und kuppeln Sie an den Güterzug an. Ja, dann werden wir mal den Richtungswender verlegen. Aus. Vorwärts. Aus. Ich wollte eigentlich zurückfahren. Ja, dann werden wir einfach den Führerstand wechseln, würde ich sagen. Irgendwas scheint hier noch nicht zu 100% zu funktionieren. So. Das heißt, wir werden hier aus, aus. Der ist soweit auf 0, beziehungsweise dann werden wir hier auch den Stromabnehmer senken und den Hauptschalter aus. So. Und dann werden wir den Führerstand verlassen. Genau. Hier aussteigen. Schließen. Tür auf. Das übliche Prozedere. So, Batterie scheint an zu sein. Das ist alles. Führerstand aktivieren. So, jetzt machen wir erstmal die Batterie an. Zack. Führerstand aktivieren. Setzen wir uns erstmal in den Sitz. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Was ist denn mit dem? Ist total verbuggt.
IFA braucht man nicht. PZB braucht man nicht, EZB braucht man nicht. Also hier tut sich gar nichts. Vielleicht lag es auch da dran. Man muss ja erstmal warm werden mit der Lok. So, Batterie an. Führerstand aktivieren, jawohl. Ich kommentiere es nicht mehr. Ich kommentiere es nicht mehr. Ach. So, auf geht's. So, ja. Jetzt los. Endlich. Meine Güte, ist dieser, die ist echt verbuggt, oder meine ich das nur? Ist ja Wahnsinn. Junge, 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 Junge. Jetzt los. Irgendwas bremst hier. Ich kann mir auch vorstellen, was.
Entschuldigung, aber diese Lok ist sehr verbuggt. Also jetzt verstehe ich die ganzen Kommentare auch. Warum da so negativ drüber gesprochen wird. Warum sperre ich mich denn aus? Dann das gleiche Prozedere. Überstand deaktivieren. Stromabnehmer finden. So, Batterie aus. Aus. Komm, ich habe keinen Bock mehr. Das macht, bringt nichts. Aber kräftig ziehen. Thank you.
das mit den Spitzenlichtern will mir nicht in den Kopf rein. Kann ich nichts zu sagen. Tut mir leid. Da kann ich leider nichts zu sagen. So, jetzt fahren wir gleich über Eschweiler Hauptbahnhof und ich gucke mal kurz in den Ablaufplan rein, was wir noch zu tun haben. Eschweiler an einen Ort Anhalten Lange, Wehe, Merzenich und Köln-Ehrenfeld. Na dann. Wie gesagt, dieses Szenario dient dazu, die Lok auszuprobieren und ja, meiner Meinung nach muss da noch sehr, sehr viel dran verändert werden. So, habt ihr auch mal den ganzen Zug gesehen? So, 5 Kilometer noch bis Langer Wehr. Darüber sollen wir fahren.
Also ihr könnt gerne euren Kommentare zu dieser Lokomotive in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet, was ihr dazu sagt und ja. Wie gesagt, das mit den Spitzenlichtern ist mir bisher noch ein Rätsel. Vielleicht wird sich das noch ändern durch ein Update. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man hier ziemlich nah dran sitzt. Irgendwie so, weiß ich nicht. Man könnte dann ein ganzes Stück weiter weg von sitzen, finde ich zumindest. Und ja. Die ganze Bedienung an sich, auch Aufrüsten, Abrüsten, das muss noch sehr, sehr gefixt werden. Also das ist so noch ziemlich scheiße, um das mal ganz klar auszudrücken. Aber ja, vielleicht kommt das noch, wäre schön. Ich habe mir die jetzt einfach mal zugelegt, um zu sehen, um mir mein eigenes Bild zu machen. Weil klar, es gibt immer Meinungen von anderen, die schon gefahren haben und so, aber um sich selber wirklich ein Bild zu machen und selber seine Erfahrung zu machen, muss man sich die Lok zulegen und dann ja, sie selber mal ausprobieren. Und das habe ich jetzt getan und mein Fazit fällt ernüchternd aus. Ich meine, für 14 Euro kann man schon ein bisschen was anderes erwarten, finde ich. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Vom Sound her wollen wir mal gar nicht drüber reden. Die ist doch sehr, sehr von der 146 abgekupfert, muss man schon sagen. Wenn sie nicht sogar damit drin steckt. Ich finde, sie sollte einfach ihren eigenen Sound haben. Schön mit Tonleiter und so. Das wäre es doch. Aber so. Naja. Eigentlich ist die Lok noch für 14 Euro noch viel, viel zu teuer. Für die Minderqualität, die man dann erhält. Also muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich bin da guter Hoffnung, dass sich das durch ein Update noch ändert. Wäre natürlich schön. Weil an sich ist das eine schöne Lok. Gibt's nichts. Es ist nur halt die Qualität lässt doch sehr zu wünschen übrig. So, nächster Ort, über den wir fahren sollen, nennt sich Merzenich, den wir in 12 Kilometer erreichen werden. Keine 10 Kilometer mehr. Und die Lok ist auf 140 km/h reduziert. Im Moment erreichen wir noch nicht mal die 120, aber das ist dann wohl eher dem Güterzug geschuldet, den wir hinten dran haben. Der scheint doch sehr, sehr schwer zu sein. Und obwohl wir 0,5% Steigung, Gefälle haben, kommen wir nicht auf 120 km/h, das muss man sich mal reinziehen. Und ich kann nicht weiter aufschalten, ich habe 100%, mehr geht nicht.
Ach ja, es ist ein schönes Szenario mit einer sehr gewöhnungsbedürftigen Lokomotive. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Aber probieren geht über studieren, von daher muss man das einfach ausprobieren und sich dann sein eigenes Bild machen. Das habe ich jetzt getan und ja, es geht besser, es geht viel besser. Da muss sich DTG aber noch einiges einfallen lassen an Updates. So, 5 Kilometer noch. So, vielleicht dürfen wir 200, aber das sind Fantasiegeschwindigkeiten. Die werden und dürfen wir mit diesem Zug sowieso gar nie erreichen. Und kommt uns ein Gegenzug entgegen. Der hat Spitzenlicht. Wie schön. Auch wieder geil, ne? Da kommt uns ein Gegenzug entgegen. Ja. Was soll der Gegenzug auch sonst machen, wenn das Gegenzug heißt? Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich höre euch schon. Ich lese euch schon. Was soll ein Gegenzug sonst machen, als entgegenkommen? Ja, ja. So, ich könnte jetzt nochmal eine Runde aufstehen und versuchen, das mit dem Spitzenlicht hinzubekommen, aber ich denke, das wird nicht funktionieren. Egal, was ich hier ausprobiere. Jetzt hat sich auch erledigt, warum wir so langsam gefahren sind. Federspeichenbremsen sollte man schon lösen. Guten Morgen. Mann, es ist spät. Ich bin müde und ich habe Hunger. Ich glaube, man merkt es. Ne? Tut mir leid. Oh Mann. Jetzt kommen wir auch auf Geschwindigkeit hier. So, wir werden jetzt Märzenich überfahren und da bin ich gespannt, wie lange es noch bis nach Köln-Ehrenfeld ist. Oder wie weit? 31 Kilometer, herzlichen Glückwunsch.
wie das wohl ausgehen würde. Nicht gut, glaube ich. Nicht gut. Bis Köln-Ehrenfeld, der Endstation dieses heutigen Szenarios. Wir fahren zwar jetzt leicht über 140, aber ja, ich hoffe, das ist okay. So, 20 Kilometer noch.
So, 50 Kilometer noch. Dann haben wir es dann auch geschafft. Oder 16. Bisher an sich ein schönes Szenario. Mit einer doch etwas verbackten Lok, muss ich sagen. Speziell was die was das Spitzenlicht angeht. Wo ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie man es einschaltet. Ob es sich überhaupt einschalten lässt. Da werden wir hier noch eine schöne Hamsterbacke sehen. Wunderschön. Und ja, bittet euch eure eigene Meinung zu der Lokomotive und schreibt gerne in die Kommentare. Meine Meinung dazu kennt ihr. Und aber an sich ein sehr, sehr schönes Szenario, muss ich wirklich sagen. Es ist ja nicht so, dass sie sich nicht fahren lässt. Es ist auch nicht so, dass sie sich nicht gut fahren lässt. Es liegt ja eigentlich nur an dem Sound und an der Bedienbarkeit. Also wenn das irgendwie noch verbessert werden würde in mehreren Updates oder in einem Update, je nachdem, dann das ist eine sehr schöne anwendbare Lok, muss man wirklich sagen. Also es gibt da halt diese 1, 2, 3 Punkte, die verbessert werden sollten, verbessert werden müssen und wenn das gefixt ist, ist das eine sehr, sehr schöne Lok, muss man wirklich sagen. Auf jeden Fall gibt es jede Menge Punkte, dafür ist klar. Wenn wir ständig 30 Punkte kassieren, sogar AP-Punkte, weil wir ja permanent unter der Geschwindigkeitsbegrenzung fahren, logischerweise. Das ist auf jeden Fall klar. So, dürfte jetzt auch nicht mal allzu lange dauern, bis die ersten Geschwindigkeitsbeschränkungen erscheinen, weil wir ja nicht mal allzu lange vom Zielort entfernt sind. Na, wer sagt's denn? Da haben wir schon die erste.
letzten fünf. So, nächste Beschränkung ist dann 60, wobei die wir gar nicht mehr erreichen werden. Das heißt, wir können die volle Möhre aufschalten. Ups, was ist jetzt passiert? Da gab es einen kleinen Durchrutscher. Hey, 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 hey.
Komm noch ein paar Meter. Schaffst du. Sehr schön. Ja, das war dann ein schnelles Ende, würde ich sagen. Ja, das war's für heute mit diesem Szenario und auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Meine Meinung zu dieser Lokomotive kennt ihr, die habe ich im lang und breit im Laufe des Szenarios dargelegt. Wenn ihr eine Meinung zu der Lokomotive habt, zu dieser Baureihe 187, dann schreibt sie gerne in die Kommentare rein, schreibt mal eure Kritik in die Kommentare rein, schreibt alles rein, was euch bewegt, was euch an diesem Szenario gefällt, beziehungsweise was euch auch an meinem Kanal gefällt oder auch nicht gefällt. Ich würde sagen, bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.